Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Wir machen jetzt hier ganz entspannt den letzten Tag. Ey, die Katze macht alles, was sie nicht machen soll, ne? Egal. Soll sie doch machen. Zumindest ist die Bengal-Katze zu Fehlverhalten ermutigen. Schelmische Katze. Du Scheiße. Oh, sie räumt hier schon auf. Das ist nicht schlecht. Das kannst du aber auch machen. Aufräumen. So, nein, du räumst mal bitte nicht auf. Du gehst jetzt mal auf die Toilette. Darfst eine erfrischende... nein, doch, nimm eine erfrischende. nein, doch, ja. So, Frösche züchten. Ja, wir haben langsam echt gut Geld, ne? Muss man echt sagen. So. Dann darfst du nämlich... My Sims Go spielen, weil du das noch machen musst. Er ist traurig, aber das macht nichts. Alter, wir kriegen die Stromrechnung des Jahrhunderts. Ich sage euch das jetzt schon, ne? Streicheln. Über Hochspringen Antiken belehren. Dann Elu beruhigen und ein Leckerchen geben. Vielleicht wirkt das bei der Katze, wer weiß. Und man weiß es nicht. Ach, wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt. Das brauchen wir. Das unsere emotionale Kontrolle, die ist immer so vernachlässigt hier bei unseren Leuten. So, kennenlernen. Wir müssen die Katze auch mal loben dafür, dass sie existiert, weil sie macht ja sonst nichts gefühlt richtig. Dann bieten wir ihr die Freundschaft an. Warum hat er ein Monster unterm Bett? Er sollte doch malen. Ja, Moment. Hat er jetzt das erfüllt? Ja, hat er. Dann darfst du jetzt Geige spielen. Aber, okay, wir machen das doch nicht im nächsten Raum, weil die Mutter da sitzt. Geige spielen. So, die muss die Katze hier nochmal belehren. Das funktioniert doch nicht. Gut, dann würde ich jetzt mit ihr mal hier durch die Gegend gehen und alles einsammeln. Und verkaufen. Dann haben wir nämlich ein schönes Budget, was wir gleich ausgeben können. Da wird Libus erstmal Augen machen, wenn wir einen Pool im Garten plötzlich haben. Das wird schon geil. Da bin ich gespannt dann. So, dann graben wir hier nochmal. Graben. Und weil sie dann eh stinkt. Stinkt hier, ja. Lecker, lecker. Also weil sie dann eh stinkt, werden wir mit ihr noch in den Fitnessraum gehen nach unten. Ich überlege, was wir in den anderen Raum noch machen könnten. Ach ja, das geht ja immer alles nicht. Ach, sie fühlt sich unwohl. Ist das ihr Ernst? Hey, kann sie denn jetzt... Nein, kann sie nicht. Dann nimm doch ein Schaumbad. Dann fühlst du dich danach bestimmt nicht mehr unwohl. Wir verkaufen hier schon mal. Na, die Hausaufgaben, die sollten wir besser nicht verkaufen. Ich weiß, dass wir das könnten, aber machen es besser nicht. Die Alte muss ja sowieso noch ziemlich lange Videospiele spielen, weil sie das ja noch verbessern muss. Damit wir bald befördert werden können. Ja, danach kannst du die Toilette verwenden. Und dann kannst du mal was kochen eigentlich. Mittagessen servieren, Grillkäse. Oh ja, Katze, das ist bestimmt eine richtig tolle Idee. Oh, ist das süß. Oh, Danik hat das Bestreben abgeschlossen. Das ist gut.
Wie die Katze da liegt, ey. Oder würde ich auch wegrennen, ey. Wählen mal ein neues. Sozial, motorisch. Ja, warum nicht? Auf einem Spielturm spielen, wenn verspielt. Ja. Da geht schon los. Okay, beginn vorsichtig zu arbeiten. Das schadet nicht. Geh doch in dein Bärenkostüm, Alter. Okay, warte, hör auf. Ja, hier, geh jetzt in dein Bärenkostüm. Vorsichtig arbeiten. Das Romantikfestival ist in der Stadt, das ist schön. Da gehe ich jetzt mal hin. Nee, halt, stopp. Sie geht dahin. Die Kinder bleiben jetzt erstmal zu Hause. Meinen Mann nehme ich jetzt mal nicht mit, sonst stirbt er wieder. Jetzt geht er doch hin, ey. So. Wir wollen ja nichts beschwören hier mit unserem Mann, ne? Langsam kriege ich Hunger. Eigentlich war es geplant, dass ich jetzt esse und nicht noch irgendwas aufnehme. Also einen fünften Part. Weil sonst habe ich immer 4 gehabt pro Woche, aber jetzt wären es halt 5. Finde ich auch angenehmer, das hier in Ruhe spielen zu können. Hallo, ich habe Pause gemacht. Danke. Dann nimm dir doch mal einen Sakura-Tee. In der Zeit kommen die Pflanzen hier alle an. So, und dann darfst du die auch ernten. So, da kriegt man nämlich auch schön Geld. Ernten, ernten. Bisschen gierig hier, alles leer räumen, ne? So. Jetzt sind wir schon wieder so hässlich gekleidet, ey. Okay, dann, wenn wir schon mal hier sind, Essen bestellen. Nehmen wir mal Ramen. Ist ja irgendwas mit Nudeln, glaube ich sogar, ne? Ja, zieh dich mal vernünftig an, bitte. Danke. Was denn für eine Salma Gerda? Dann setz dich mal hier hin zum Essen. Mit irgendwelchen fremden Menschen. Dass sie das nicht kann, ne? Immerhin hat sie jetzt... Was zur Hölle? Okay, dann geh einfach nach Hause. Geh einfach nach Hause. Dann rufen wir mal so eine Familiensammlung da ein. Und dann labern wir unseren Mann mal zu. Damit sie hier die Sozialfähigkeit wieder ein bisschen aufbessert. Wäre, glaube ich, schlauer, klüger. 10 Jahre später, wir haben es dann auch mal. Ja, Mensch, diese Ladezeiten. Okay, Familiensammlung. Die Group trifft sich. Die Katze ist hier auf der Theke. Ich glaube, die ist resistent, die Katze. Die wird nie was lernen. Ach halt. Wir nehmen am besten von hier jetzt das Chili. Züchten nochmal schnell einen Frosch. So, du gehst mal dein Training machen. Ja, du Monster. Okay, du nimmst jetzt hier ein Gericht. So, wie lange brauchte der jetzt noch? 3 Tage. Kreativ begabt. Das ist schön. Sie ist verspielt. Okay, dann labern wir doch mal mit ihnen. Ihm. Über Gourmet-Speisen reden. Vielleicht bebrown die sich erstmal, bevor die miteinander reden. Was macht die da? Ja, ich wusste, die bebrown sich.
Also in echt würde ich natürlich meine Katze hier nicht so ignorieren, die ich hier so rumchillen. Über Grillkäse reden, auf jeden Fall. So, sie trainiert da noch fleißig. Danik, was könnte Danik denn nochmal machen? Hausaufgaben hat er. Das hält sich in Grenzen hier alles. Hast du dein Projekt hier endlich fertig gemacht? Nein. Vorsichtig arbeiten. Der sitzt hier oben schon. Ich habe jetzt erfahren, mit dem ich eine Teenager-Tochter habe, mit dem Mann, dass er Musikliebhaber ist. Ja, und ich kann ihn noch kennenlernen. Das finde ich auch immer richtig geil. Diese Option sollte einfach irgendwann nicht mehr da sein, finde ich. Dass man jemanden kennenlernen kann. Kennenlernen sollte vielleicht in, was gibt's Neues oder so, erfragen sein. Keine Ahnung. Kochtipps geben. Ich gebe meinem Ex Kochtipps. Das mache ich regelmäßig mit ihr so. Aber kann der Papa hier nicht mitmachen eigentlich? Um Hilfe bei Projekt bitten. Das ist doch schön. Nicht gruselig oder so? Aha, du bist also erstmal so ein Bär, alles klar. Popkultur beziehen. Ideen erzählen, können wir mal machen. Fantasiegeschichte können wir auch mal machen. Aber sonst möchte ich gern das Sozialding hier auch hochbringen. Wenn wir schon mal dabei sind. Über Schule reden. Worauf Popkultur mal wieder beziehen. Machen wir einfach die ganze Zeit, dann fällt das nicht auf. So, und dann gehst du mal auf die Toilette und kalt duschen. Du musst mal auf Toilette, ne? Wer hätte es gedacht? Dann geh mal aufs Klo. Deine andere Katze ist da auch. Dann darfst du mal die Babykatze streicheln, sie umarmen, sie loben, Leckerchen geben und du möchtest mit ihr mit Laserpointer spielen. Nein. Laserpointer da. Oh, über Schule reden. Über Spielzeug reden. Man versteht das Kind so gut im Bärenkostüm. Über Interessen reden. Kennenlernen. Lerne ich bei den Papa kennen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das einfach irgendwie sinnfrei, diese Aktion. Muss ich echt sagen. Könnte ich mir Sinnvolleres vorstellen. So, nach Vampirgeschichte fragen. Immerhin bist du das Kind von einem Vampir. Ne? Broki. Level 8 der Sozialfähigkeit. Das ist natürlich gut. Okay. Dann bitten, das Monster unterm Bett einzusprühen. Nein. Aber du kannst ihn ja vielleicht bitten. Okay, mach mal. Vielleicht klappt das ja. Sie schläft schon. Wir spielen mit der Katze noch. Wo ist denn die andere Katze? Die ist da schon wieder da oben, ey. So. Über Hochspringen Antiken belehren. Gucken wir mal. Das klappt. Nickerchen. Nein, du gehst einfach schlafen. Elu hat gelernt, nicht auf Theken. Oh, geil. Bitte lob die Katze jetzt dafür. Ja, und bitte lass sie es nicht nochmal machen. Umarmen, streicheln. Reden. So, dann müssen wir den Garten mal, glaube ich, gießen. Nee, aber gegen Käfer einsprühen. Super, toll. Da habe ich total Bock drauf. Jeden. Gegen Käfer einsprühen. Und dann können wir die nochmal alle weiterentwickeln. Wobei, wir lassen das den Gärtner machen. Wir entwickeln die jetzt einfach erstmal weiter. Weiterentwickeln.
Weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Die tolle Katze im Weg ist, geht das nicht, ey. Super. So. Die Warteschlange ist voll. Es wird unser Verderben sein. Wir haben 900 Gruppenpunkte. Ich guck dann irgendwann anders mal, was man damit alles machen kann. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir jetzt hier alles noch weiterentwickeln müssen und was nicht. So, das hier auf jeden Fall. Den hier noch. Will die Katze jetzt? Nein, du willst sie nicht streicheln. Meine Herren, ey. Aber bewässern müssen wir das Ganze jetzt nochmal. Finde ja schön, dass die Katzen recht anhänglich zu sein scheinen. Zu sein scheinen. Okay, die Tochter macht jetzt mal das morgendliche Trainingsprogramm. Und zwar ein Ausdauerlauf. Ein Ausdauerlauf und dann ein energiegeladenes Gewichte heben. So, wir gehen jetzt nochmal weiter. Immerhin scheinen die Katzen miteinander gut auszukommen. So, und wir sind jetzt müde. Das heißt, sie nimmt nochmal eine erfrischende, nein, eine nachdenkliche Dusche und geht dann schlafen. So. Und damit haben wir auch unsere Sonntag 8 Uhr erreicht. Ja. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Und natürlich zum Schluss zeige ich euch jetzt, was ich so gebaut habe. Und zwar habe ich es ein bisschen eskalieren lassen hier. Ich habe jetzt so einen schicken, japanisch angetatschten Außenbereich gemacht. Mit Pool. Ich finde, dieser Boden hier so aus Holz, der wirkt auch mega geil. Dann habe ich hier für Mira die schöne Ruhestätte gebaut. Und also alles in allem wirkt das schon ziemlich cool, ne? Muss man halt sagen. Also mir gefällt es auf jeden Fall. So von außen. Also ich habe dann hier so ein bisschen Sand verteilt und das quasi eingerahmt optisch mit diesen Dingern. Dann diese Baumdinger verteilt. Und innen drin habe ich jetzt nicht so viel gemacht, weil ich erstmal den Außenbereich bekleiden wollte von den 10.000, die wir da hatten. Ja. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.